Ja, also da, was ich gerne höre, da kann man nicht zahlen, da müssen wir realistisch sein. nein, was unser Ziel von unserem Club ist, ja, wir sind ein Club in der Ostschweiz, für die Ostschweiz, ich sage jetzt mal auch für die Underground-Szene. Und ich will mich jetzt nicht auf einen riesen Namen fixieren, sondern ich sage, kommt vorbei, schauen. Weil manche noch so kleine Band, die im Moment noch keinen Namen hat, die können die grossartigste Show bieten und eine Stimmung anbringen, die eine riesengroße Band vielleicht auch nicht anbringt. Und ich setze da auf den Underground und lasse mich jedes Mal überraschen, was für ein neues Demo schneidet bei mir gerade hier und was für eine geile Show bietet die No-Name-Band. Und irgendwann kann man vielleicht mal sagen, hey, die haben mal da gespielt, wo sie noch keinen Namen hatten. Und irgendwann sind sie auf der grossen Bühne. Und das ist das, was mich interessiert. Und das ist mein Ziel, um diese Szene zu fördern, wo noch etwas daraus werden kann. Wieso, dass wir bei uns vorbeischauen können? Ja. Auf jeden Fall gibt es immer zu trinken genug. Das ist sicher mal ein guter Grund. Und Musik und so, das ist halt etwas, wo man sagen mal, können bieten können, was es in der Ostschweiz nicht gerade überall hat. Also, die Szene ist ja hier in Ostschweiz nicht sehr gross, was Metal anbelangt. Und da sind wir doch relativ einzigartig. Und wir sind gespannt, wie das läuft. Wir werden heute, gerade heute eine Promo-Aktion noch machen dort dazu. Was für mich persönlich ein Highlight wird sein nachher, ist am 14. Mai La Crimas Profundere, doch ein relativ grosser Name in einem kleinen Club. Und dort, da bin ich überzeugt, werden wir einen professionellen Auftritt haben vom Team, vom Club. Und es wird so ein wegweisend sein, dass wir zeigen können, hey, wir schaffen es auch, zum grossen Namen hier drin zu machen und Erfolg haben damit.